2020 Elements Football, 6 Box, Pick Your Team Break Nummer 1. Danke an alle fürs Mitmachen. Teams sind auf der rechten Seite. Viel Glück und hoffen wir, dass wir was richtig Nettes sehen hier aus den 6 Boxen. Also viel Glück. Certified Football poste ich. Was ist morgen? Morgen ist Samstag. Morgen poste ich Certified Football. 12 Box Break ist das. Football. Alright, also viel Glück. Schauen wir mal, was wir hier haben. Element sieht eigentlich ganz nice aus. Ist natürlich immer ein bisschen risky, weil nicht so viele Karten pro Pack sind, aber wir schauen mal. Viel Glück, erste Karte geht an. Derrick Henry und die Titans. Metal Card. Tennessee Titans. Die ist nicht nummeriert, wie es aussieht. Doch, da, 14 von 46. Sonst steht es immer oben rechts, deswegen war ich ein bisschen irritiert gerade. Also, erste Karte für die Titans. Derrick Henry. Alright, noch eine Metal Card. Und die geht an. Nummeriert ist die auf 29. Zach Martin. Zach Martin für die Cowboys. Autoplay. Wow, die sind ja mal richtig nice. Wow. Ah, die kommt gar nicht so schön rüber. Aber richtig schicke Karte. Wow. Das ist mal was Feines. Gefällt mir gut. Die Top-Loader. Zach Martin für die Cowboys. Sehr schön, auch mit der Farbe. Schön. Alright. Cowboys hat außerdem Maximilian. Alright, nächster Hit ist Auto für Vance McDonald und die Steelers auf 50. Neon Signs, auch eine schicke Karte. Das Vance McDonald's. Und wir haben ein Relic, Dual Relic für die Jaguars, Gardner Minshew und DJ Shark auf 49 limitiert. Dual Jersey für Arne und die Jaguars. Das war schon die erste Box. Box Nummer 2. Viel Glück. Wir haben eine Redemption unten. Dann starten wir erstmal mit der hier. Und zwar haben wir Van Jefferson. 9 von 91. 9 von 91. AU Gold. Sehr schön. Sieht gut aus. Also Rams. Van Jefferson. Das ist ein Rookie. LA Rams. Alright, nächste ist Dual Relic für Joe Montana und Jerry Rice, San Francisco 49ers. Auf 49 limitiert. Sehr schön. Jerry Rice und Montana. Alright, nächste ist ein Auto, hoffe ich doch. Wie wär's mit Joe Burrow, Bengals, Auto oder nicht? Jawohl, Patch Auto, 22 von 50. Boom, nice. Bengals. Glückwunsch.
Cincinnati Bengals. Mit einem Kracher. Und vor allem ein geiles Patch-Auto, also sehr schön. Geile Karte. Hat der René wieder Glück. Alright, Redemption. Viel Glück. Elements, RPS, Rookie Steel Signatures, Karte Nummer 137, yes, Brandon Ayuk. Brandon Ayuk. Weiß jemand, wo die gerade hingeht? Ich guck direkt nach. Ich nicht hier auf die. Ich habe gerade leider die Checklist nicht offen, gib mir eine Sekunde. Brandon Ayuk ist. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Sie können schön. Rookie RPS Rookie Steel. Karte war 137 und das geht an. Ja, die 49er ist auf 125 limitiert. Die 49ers. Ja, ich will nur mal auf Nummer sicher gehen nochmal. 49ers, zweite Hit für die Niners und die hat KG. Alright, schöne zweite Box war das. Alright, nächste Pack, viel Glück Jungs. Wir starten mit Mark Ingram auf 79 für die Ravens. André. Ingram. Also die Metal Cards, wenn ihr wirklich die Folie abzieht, ich war selber erstaunt, wie geil die aussehen. Also wir haben Steelers, Anthony McFarland. Dual Jumbo. Oh, ist ein Patch sogar. Ganz klein in der Ecke da. Patch auf 47. Komische Nummerierung, aber wird wohl stimmen. Pittsburgh Steelers, Florian. Alright, weiter geht's mit Alexander Mattison und die Vikings. Manuel, oh, sehr coole Karte. Auf 25, 12 von 25. Sehr schickes Teil. Okay, auch gut. Alexander Mattison. Die sehen eigentlich jedes Jahr geil aus. Und wie wär's mit Jordan Love für die Packers, sehr geil. Gold Auto auf 79. 72 von 79. Jordan Love für die Packers. Sehr coole Karte. Ich glaube, das sollte sich. Oh, ich habe meine Top-Low. Bin ich denn blöd? Green Bay Packers. Und das ist Benjamin. Glückwunsch. Schöne Karte auch. Die haben schon, es sind echt ein paar nette Karten dabei, muss ich schon sagen. Gefallen mir gut. Alright, drei Boxen haben wir noch. Ja, bisher ganz gute Quarterbacks, ne? Die mit der Metal-Karten sind echt geil. Was ist denn hier passiert? Das ist eingebrochen, die Box. Alright, here we go, nächste Box. Wir starten mit Metal Card für Derek Carr. Derek Carr, nummeriert auf 46 für die Raiders. Sebastian. Derek Carr. Alright. Dann haben wir Lions DeAndre Swift. Patch auf 199. Das ist ein Patch, eher ein Relic. Normales Jersey. Detroit Lions. Alright, nächste Hit geht an KJ Hamler und die Broncos. Auto auf 99. Denver Broncos. Martin. Filler Team hier. Sehr schickes Teil. Und Metal
ist für Leighton Vander Esch und die Dallas Cowboys, nummeriert auf 29. Sehr schöne Karte. Ich muss mal gucken, wer im Set ist. Also da gibt es bestimmt ein paar interessante Namen dabei. Ne? Leighton Vander Esch für die Cowboys. Alright, zwei Boxen haben wir noch. Alright. Oh, nice. Schade, die hätte ich gern gehabt. Barry Sanders für die Lions auf 79. Medal. Sehr cool. Die Lions. Hier hat. Ach, ich will ja fast Kopf, oder? Mensch. Barry Sanders. Sehr cool. Dann haben wir T. Higgins für die Bengals auf 199. Relic. Wir haben Auto für Chanel Jr., LaVisca Chanel Jr. auf 99 für die Jaguars. Nochmal Arne. Und Metal Auto geht an. Vor allem sind ja alle on card. Morten Anderson und die Saints. Sehr schicke Karte. Ja, das Licht ist ein bisschen doof. Auf 199. Ja, die Metal-Autos sind echt klasse. Gab es die letztes Jahr auch schon mit Auto, die Metal-Karten? Habe ich mir in Erinnerung so. Fallen alle On-Card, also ist echt geil. Aber letzte Box schon, Jungs. Letzte Chance. Viel Glück. Okay, cool. Wir starten mit T. Higgins und die Bengals. Metal Card. Auf 79. Alright, schöner Hit hier. Hoffe, es ist ein Patch. Tua Tagovailoa. Auf 199, leider nur ein Relic. Aber Rookie Relic. Ist jetzt auch nicht immer so verkehrt. Auf 199 für die Dolphins. Alright, Auto geht. Oh, die sieht aber, die scheint sehr dick zu sein. Wie wär's mit Keyshawn Vaughn, Buccaneers. Wow, die ist mal mega. 18 von 25 Tampa Bay Buccaneers. Fabio, sehr geile Karte. Richtig gut. Die ist mit Jersey. Sind die alle mit Jersey? Ah, ne, die gibt es mit Jersey und ohne. Ist mir jetzt aufgefallen. Deswegen ist sie auch so dick. Sehr coole Karte, gefällt mir sehr gut. Sogar fast besser als die andere, obwohl ich das andere mag mit dem Hintergrund eigentlich. Also Glückwunsch an Fabio, schöne Karte. Wo sind die 180? Sehr schick. Cool. Alright, letzte Karte ist eine Redemption, Jungs. Viel Glück. An wen geht's? Football, Elements, Steel Signatures. Karte Nummer 35 ist, komm schon, gib es einen Kracher noch zum Ende. Jason Kelce. Jason Kelce, Steel Signatures. Karte Nummer 35 und das geht an die Eagles auf 149. Philadelphia Eagles mit der letzten Karte. Also, das war's schon mit dem Break. Ich mache ein kurzes Recap. Die Karten finde ich sehr nice. Sehen echt gelungen aus. Die Jerseys gefallen mir nicht so, aber der Rest ist eigentlich ziemlich cool. Alright, quick Recap, guys. Alright.
Wir haben Dual Jersey für die Jaguars, Minshew und DJ Chark auf 49. Patch für Anthony McFarlane Jr. auf 47 für die Steelers. Wir haben Metal Card Mark Ingram für die Ravens auf 79. Wir haben 49ers, Brandon Ayuk, Rookie Steel Signature Redemption. Dual Relic für die 49ers, Joe Montana und Jerry Rice auf 49. Van Jefferson für die Rams auf 91. Auto Neon Signs, Vance McDonald für die Steelers auf 50. Derrick Henry Metal Card für die Titans. Für die Eagles Redemption, Jason Kelce Steel Signature. Wir haben Tua Relic auf 199 für die Dolphins. T. Higgins für die Bengals. Metal Card auf 79. Wir haben Metal Card Auto und Morton Anderson für die Saints auf 199. Nochmal ein Auto für die Jaguars, Chenault Jr. auf 99. Wir haben ein Relic für T. Higgins und die Bengals auf 199. Barry Sanders für die Lions auf 79. Metal Card, Metal Card Auto, Leighton Vander Esch für die Cowboys auf 29. KJ Hamler für die Broncos auf 99 Auto. Wir hatten ein Jersey auf 199, DeAndre Swift für die Lions. Und Derek Carr für die Raiders auf 46 limitiert. Ein sehr schönes Jersey Auto auf 25k Sean Vaughn für die Buccaneers. Wir hatten Metal Jordan Love für die Green Bay Packers. Metal Auto auf 79. Nochmal ein Metal Auto. Zach Martin für die Cowboys auf 29. Wir hatten eine schöne Alexander Madison auf 25 für die Vikings. Und der Case Hit war Proton Patch Autos Auto. Joe Burrow auf 50 für die Bengals. Sehr cooler Patch, schönes Auto, coole Karte. Glückwunsch an René. Das war's für Element 6 Box Break Nummer 1. Certified Football 12 Box Break poste ich morgen Abend. Also, danke an alle fürs Mitmachen. Hoffe, Sie nächstes Mal.